Ich heiße Jenny und mache ein Praktikum beim SAZ. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus Freiburg. Und ja, ich kenne hier noch niemanden in Flensburg. Und heute habe ich mich mal in die Norderstraße getraut und ja, probiere jetzt hier einfach mal Leute kennenzulernen und bin mal gespannt, wie die Norddeutschen so auf mich reagieren. Jenny ist ein bisschen aufgeregt. So etwas hat sie zuvor noch nie gemacht. Nach etwa 5 Minuten traut sie sich zum ersten Mal. Wir versuchen das Experiment mit versteckter Kamera festzuhalten. Ich bin neu hier. Kannst du dir vorstellen, mir eine Stadtführung zu geben? Ich habe gerade nicht viel Zeit. Also grundsätzlich gerne. Okay, aber cool. Ich schaff's ja leider gerade nicht. Wir geben uns zu erkennen und klären die Situation auf. Also es stimmt tatsächlich, dass ich nicht viel Zeit habe. Sonst hätte ich das auch durchaus gerne gemacht. Aber ich komme gerade von der Arbeit und muss nach Hause. Aber sonst kann man das doch gut machen. Warum nicht? Jenny versucht es also weiter. Hat wirklich niemand Zeit für sie? Ich bin neu hier in Flensburg. Kommst du aus Flensburg? Ja. Hättest du Lust, mir eine Stadtführung zu geben? Oh Gott, dafür fühle ich mich gar nicht. Tatsächlich glaube ich, kenne die Flensburger Flensburg gar nicht so gut. Okay. Hätte sie mich was anderes gefragt? Wahrscheinlich schon. Also hätte sie gefragt, ob wir einen Kaffee trinken wollen? Dann ja. Aber für eine Stadtführung hätte ich mich überhaupt nicht kompetent genug gefühlt. Kaffee also. Gute Idee. Danach fragt Jenny nun. Entschuldigung, kann ich dich mal kurz stören? Wobei? Ja. Ich heiße Jenny und ich bin neu in der Stadt. Und hättest du Lust, mal mit mir einen Kaffee trinken zu gehen oder mich so zu treffen? Ich bin auch nur zu Besuch hier. Ich bin jetzt ein paar Tage zum Forschungszweck in der Bibliothek. Also okay. Ich wohne hier gar nicht. Also, ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt. Also ohne Anknüpfungspunkt, einfach so auf der Straße, das ist vielleicht ein bisschen zu direkt für manche, für viele, für die meisten. Jetzt auf der Stelle. Nee, muss nicht jetzt sein. Können wir machen. Ja, cool, okay. Das Problem ist jetzt, wenn mich natürlich eine Frau anspricht, dann denke ich, okay, vielleicht sollte hier mein Ehering noch kurz zeigen, ne? Das ist das andere. Ja, das hätte ich vielleicht dann noch so, also ich hatte schon im Kopf, jetzt erwähne ich, ja, dann würde ich meine Frau mitbringen, ne? Also weißt du, dass es kann ja sein, dass du mich anbaggern willst. Ist ja auch in Ordnung dann, ne? Ja. Hi, ich heiße Jenny und ich bin neu hier in der Stadt. hättest du mal Lust auf einen Kaffee oder mich so zu treffen? Ja. Hier scheint Jenny Erfolg zu haben. Die Chemie stimmt. Also ich war überrascht, aber ich freue mich auch immer über neue Menschen. Und so ein Kaffee ist ja auch voll, da ist ja noch alles offen. Also ist ja auch voll cool, dann Leute kennenzulernen und ist ja auch im Café so, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Also so, warum nicht? Also. Die beiden tauschen direkt Nummern aus, um sich demnächst wirklich zu verabreden. Ja, bis dann. Danke. Ciao. Das klappt ja doch ganz gut. Weiter geht's. Kann ich dir kurz was fragen? Ich bin neu hier in der Stadt und hättest du Lust, mir die Stadt ein bisschen zu zeigen? Das war cool. Also ja? Ich finde das ganz toll, was du machst. Hi, kann ich dich mal kurz stören? Hi, ich heiße Jenny und ich bin neu in der Stadt. Und ja, du wirkst ganz sympathisch. Hättest du mal Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Können wir machen. Okay, cool. Ich bin auch erst letztes Jahr hergezogen. Okay, und was machst du hier? Ich bin Krankenschwester hier. Okay, ich mache ein Praktikum. Du wurdest jetzt auf offener Straße so angesprochen, hast auch sofort Ja gesagt. Ja. Wie fandest du das jetzt? Ich fand das ganz sympathisch, weil ich das auch so gemacht habe letztes Jahr. Ich habe auch Leute auf der Straße angesprochen. Das hat funktioniert? Das hat funktioniert, ja. So, ich bin ja mit einem Lockdown hergezogen letztes Jahr. Das war generell ein bisschen schwierig. Man konnte wenig machen und deswegen war das so die einzige Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Und hab dann im Sommer mal gefragt, irgendwie beim Späti, ob vielleicht mal jemand ein Bierchen trinken möchte. Und das hat funktioniert auf jeden Fall. Und mit den Leuten bin ich teilweise immer noch befreundet. Ja. Gute Aussichten. Auch hier tauschen die beiden Nummern aus. Jenny ist happy. Es war überraschenderweise total nett. Also die meisten Leute haben gut reagiert, die haben sich gefreut, irgendwie, dass ich sie anspreche, waren offen. Ganz am Anfang hat man gemerkt, dass so ein bisschen eine Zurückhaltung da war, weil sie einfach so ein bisschen überrascht waren und so mich nicht einordnen konnten. Aber es haben eigentlich alle nett reagiert. Ich habe 2 Nummern bekommen und ich glaube, ja, also das war ein ganz guter Versuch und das bestärkt mich jetzt schon darin, das auch nochmal zu probieren. Aber ich würde alle ermutigen, mal sowas zu probieren und mal ja, so eine unkonventionellere Art zu wählen, Freunde oder Kontakte zu knüpfen.